Willkommen bei Kochen, Backen und mehr. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch alte Videos angucken könnt von jedem beliebigen YouTuber, aber heute speziell von mir und so eine Art kleinen Jahresrückblick. Fangen wir doch mal an mit dem Handy. Was viele machen, ist einfach auf Übersicht zu klicken und dann sind dann immer nur 3 bis 5 Videos. Man kann dann zwar noch auf mehr klicken und dann kommen doch noch ein paar mehr, aber alle Videos sind das dann nicht. Also was machen wir? Ein ganz einfachen Trick, wir klicken einfach, wenn wir auf Abo geklickt haben, auf Videos und dann sehen wir jedes beliebige Video von jedem beliebigen YouTuber, was wir sehen wollen. Hoy es un poco resumen de año y que mira el viejo videos. Mira el abo y mira, click este video. Y en video, mira todos videos de canal. Und dann schwenken wir doch mal rüber zu dem Tablet. Und was machen wir dann? Dann klicken wir einfach auf Abos. Klicken da auch wieder nicht auf Übersicht, sondern auf Videos. Weil bei Übersicht sieht man ja wieder nur 3 bis 5. Und bei Videos, da können wir uns dann durchscrollen bis ganz runter. Je nachdem, wie viele Videos der YouTuber schon hat. Und sehen dann alle Videos von dem entsprechenden YouTuber. Und ganz genauso funktioniert das dann auch wieder mit dem PC. Nicht auf die Übersicht, sondern wenn wir auf Abos geklickt haben, auf die Videos. Und dann sehen wir hier diese schöne bunte Auswahl. Auf dem PC sieht es natürlich noch viel hübscher aus und viel übersichtlicher. Aber den Nutzen, glaube ich, weniger zum YouTube gucken. Und dann sehen wir in einer schön aufgelisteten Reihe die YouTube-Videos von mir. El Denador, el Tablet, no mucho igual, click el videos y mira mi mucho videos, y es más calor y más clear. Und so funktioniert es auch ganz genauso mit dem Fernseher. Wir klicken einfach auf unseren Kanal, also auf Abos, unseren Kanal. Gehen hier dann entsprechend zu dem Kanal und da suchen wir dann das Thema Uploads und da können wir dann alle Videos sehen, die jemals hochgeladen wurden. Und es sind bei anderen noch viel mehr. Wenn ihr irgendwelche YouTuber habt, die ihr schon lange abonniert habt, dann werdet ihr sehen, da gibt es sehr viel zu sehen. Und bei mir sind es schon auch einige. Über das ganze Jahr ist schon ein bisschen was zusammengekommen und da wollen wir doch mal genauer drauf eingehen. Mein erstes Video war das Pizzateig-Video und hier könnt ihr auch sehen, welche Videos ihr über das Jahr hinweg schon von mir gesehen habt und schauen, ob ihr eins vergessen habt. Das Pizzateig-Video war, wie gesagt, mein erstes. Dann habe ich eine Pizza unboxed und ja, ihr könnt ja selber sehen, was es hier Leckeres gibt. Käse, viel mit Pizza, wie belegt man eine Pizza, das leidige Thema, wie schneidet man eine Pizza, einen leckeren Kohlrabi-Auflauf. Hier kann man auch wirklich viele Sachen sehen, die man auch mal ohne Fleisch essen kann. Und natürlich war auch viel auf Reisen, also das heißt viel. Ich habe die Eindrücke mitgenommen von der Reise. Ich war gerne tauchen, noch mehr essen, süße Katzen, weil wirklich jeder Katzen mag. Schön in einem, echt eines der schönsten Länder, die es gibt, España. Und ja, guckt doch einfach euch das Video noch einmal an und überlegt, ob ihr wirklich alle Videos von mir gesehen habt, wenn euch der Kanal gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr das Jahr 2021 mit mir verbracht habt und ich hoffe, ihr seid auch wieder im Jahr 2022 mit dabei. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und jetzt wisst ihr auch in Zukunft, wie man sich die ganzen Videos anguckt. Und braucht nicht mehr zu denken, der lädt ja gar nichts hoch. Einfach mal ab und zu bei Abos auf Videos klicken. Noch ein Tipp, wenn ihr mit dem Handy guckt, dann ist da öfter so ein roter Kreis. Und dann kann man sehen, dass wieder ein neues Video abgeloadet wurde. Also einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis ins Jahr 2022. Oder wenn ihr euch das Video erst im Jahr 2022 anseht, willkommen im Jahr 2022. Gracias and thanks Pamira el este año y
Felicidades para nuevo año y un tip en móvil es un nuevo vídeo, es un círculo rojo.